Ich habe lange, 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 lange gesucht im Internet, um fündig zu werden, ein Vierblatt-Heckrotor Getriebe mit einer Vierblatt-Anlenkung. Ich habe lange, lange, lange gesucht im Internet. Bei deutschen Händlern traue ich mich schon gar nicht mehr zu fragen, weil da kommen teilweise Antworten zurück. Da hat man dann schon gar keine Lust mehr zu kaufen. Das ist auch so ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen, manchmal so Missmut in Deutschland was zu kaufen, weil die deutschen Händler sind manchmal, wenn sie irgendwas fertigen, herstellen, da kommen manchmal Antworten zurück, man fasst sich an den Kopf. Es gibt jetzt von Roben, glaube ich, Roben Scale, gibt es auch ein Vierblatt Heckrotor Ansteuerung. Aber ich glaube, es ist jetzt schon egal, weil es ist Roben Scale, das ist Made in China, das hier ist auch Made in China von GTB Racing. Also ich habe mir das genau angeguckt, das sieht soweit qualitativ ganz gut aus. Kommt schon fast an allein ran, muss ich sagen, von der Verarbeitung her. Jetzt bin ich mal gespannt mit so einem Vierblatt-Anlenkung aus gehärtetem Stahl, soweit ich das richtig gelesen habe. Ich habe mich jetzt für das Getriebe, Heckrotor, Vierblatt-Heckrotor-Getriebe entschieden, weil es kommt jetzt dem allein Bauteil schon sehr ähnlich. Das werde ich dann noch irgendwie in Schwarz spritzen. Also ich werde das wahrscheinlich nochmal auseinandernehmen. Dann nochmal alle Schrauben nachprüfen, mit Schraubensicherung nochmal, mit Loctite nochmal nachsichern und nochmal alles überprüfen. Aber ich habe mich jetzt besonders für das entschieden, weil das dem allein zwei Blatt ziemlich nahe kommt und vor allen Dingen dieser Anlenkhebel, ich glaube, ich hoffe, es ist wirklich so gut gebaut, wie es hier und auch qualitativ so gut, wie es hier dargestellt wird auf der Webseite. Ich habe mich jetzt für diese Anlenkung entschieden, weil der wichtigste Punkt war eigentlich, dass diese Anlenkung von der Länge her identisch ist, glaube ich, von dem, was ich jetzt hinten drauf habe. Also der Künstler möchte das auf alle Fälle noch austesten. Er wollte einen Vergleich haben, wie sieht es mit einem Zweiblatt aus, und wenn es jetzt ein Vierblatt wäre, kann ich da noch ein bisschen die Blätter verkürzen hinten bei der gleichen RPM-Drehungszahl hinten am Heckrotor. Ich wollte aber, wie gesagt, von dem Servo-Anlenkung wollte ich gar nichts, ich wollte gar nichts ändern an der Anlenkung. Deswegen war mir das wichtig, dass das Gestänge hinten exakt gleich ist. Also da muss ich auch keine. Gut, die Travelwege kann ich nochmal überprüfen, wenn es dann irgendwie montiert ist. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, da können wir dann warten bis zum Frühling. Aber das war jetzt das letzte Stück, was ich da gefunden habe. Durch die vielen Corona-Maßnahmen in China, glaube ich, wird das auch immer schwieriger mit den Lockdowns. Ich bin jetzt jedenfalls fündig geworden. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Eine Vierblatt-Heckrotor-Anlenkung sieht sauber gefräst aus, soweit. Also von der GTB Racing. Von Roben Scale, wie gesagt, das ist auch Made in China, glaube ich, das ist jetzt irgendwie gehupft und gesprungen, wo man das jetzt dann kauft, wenn es sowieso alles Made in China ist.
gesagt, also ja, es gibt ich habe eine deutsche Firma gefunden, die Heckrotoren anbietet, aber Zweiblatt, Dreiblatt, aber Vierblatt wird schwierig. Da muss man sich das dann irgendwie selbst erkunden, auf der Webseite das irgendwie recherchieren, herausfiltern, ob das dann funktioniert, ihr Konstrukt. Und wie gesagt, ob da diese Anlenkstange da reinpasst, das war dann die andere Frage. Deswegen wollte ich da auch nicht nachfragen bei dem deutschen Hersteller. Der hatte mir schon mal ein paar komische Antworten zurückgeschickt und dachte mir, gut, dann macht es auch keinen Spaß. Da herrscht wirklich so ein bisschen, finde ich, Fachkräftemangel in Deutschland. Also Deutsche, wenn Deutsche was produzieren, dann hat man so manchmal das Gefühl, na, geh woanders hin. Ne? Also ich bin immer noch, also allein macht Gutes, bis auf die Plastikzahnräder, die finde ich, wie gesagt, nicht so toll. Also da würde mich wirklich mal freuen, wenn es das aus gehärtetem Aluminium geben könnte, statt Plastik. Aber ansonsten bin ich eigentlich soweit zufrieden. Aber das war jetzt echt so ein ganz großer Knackpunkt, ein Vierblatt Heckrotorgestänge zu finden, Getriebe, nicht Gestänge, Getriebe, mit der richtigen, damit die Heckrotorstange da reinpasst von allein. Und da ein Vierblatt auszutesten. Also der Künstler wollte unbedingt, ich habe jetzt ein Zweiblatt, okay, weiß ich, ich kann jetzt mit 120 mm blättern, das geht schon. Damit kann man schon fliegen. Trotzdem wollte ich jetzt aber wissen, wie ist es denn mit, wenn es jetzt vier Blätter wären hinten, kann ich da mit der Länge der Heckrotorblätter noch ein bisschen weiter runter, damit es noch ein bisschen scaliger aussieht. Das wollte ich, wie gesagt, herausfinden, werde ich auch noch austesten und einfliegen. Wichtig war mir aber, dass von der Gestänge, von der Anlenkung der Blattstellung sich nichts ändert. Und das ist soweit, da bin ich echt jetzt froh, dass ich was gefunden habe, eine Lösung. Von, wie gesagt, JTB Racing heißen die, glaube ich, dass ich so eine gleiche Länge habe der Anlenkung, dass sich sozusagen an dem Ganzen der Anlenkung selber nichts ändert, auch von dem Servoweg nicht, von den Travelwegen. Also ich habe jetzt die identischen, müsste jetzt die identischen, fast identischen Servo-Travel-Wege-Einstellungen haben, aber statt halt zwei Blättern, dann vier Blätter hinten drauf. Und das wollte ich jetzt mal durchtesten, ob das funktioniert, dass ich sozusagen jetzt statt ein Zweiblatt-Heckrotor-Getriebe dann mit einem Vierblatt-Heckrotor-Getriebe arbeiten kann und da zu sehen, ob man da mit der doch, sag ich, mit der Drehzahl, die man da weiter runter geht, also 1125, wie gesagt, viele fliegen das mit 1300 oder sogar noch einen Tick höher. Ich wollte jetzt wissen, im Scale-Modellbau, mit Scale-Flying, da was ganz schön elegant fliegen muss, möchte ich das unbedingt noch austesten, wie es denn dann ist mit so einem Vierblatt-Heckrotor und ob ich da vielleicht sogar mit 105 mm Blättern irgendwie fliegen könnte. Also mit 115 mm Blättern müsste das auf alle Fälle funktionieren. Also ich glaube nicht, dass ich da
4 x 120 mm Blätter benötige, also 115 mm Blätter müssten da allemal reichen, würde es aber trotzdem dann mal mit 105 mm Blättern, langen Blättern dann auch mal testen. Dann sieht es, wie gesagt, noch ein bisschen scaliger aus. Ein MD500 gibt es auch mit einem 4-Blatt Heckrotor. Ein 3-Blatt sieht ein bisschen komisch aus. Aber es ist schon wirklich so. Also ein 2-Blatt Heckrotor gegen so ein 5-Blatt Hauptrotor, der tut sich ganz schön, der muss ganz schön kämpfen. Deswegen bin ich mir sicher, also ein 4-Blatt Heckrotor hinten und ein 5-Blatt Hauptrotor, das ist so, so eine Balance, die könnte ich mir gut vorstellen. Bei 2-Blatt habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich ein bisschen, schwer, also man merkt, da muss echt, also ganz schön kämpfen, so ein 2-Blatt gegen so ein 5-Blatt. Deswegen wollte ich das unbedingt testen, hinten ein 4-Blatt. Und das ist jetzt, glaube ich, also ein schönes, ich hoffe, es ist mindestens genauso gut qualitativ hochwertig, wie es hier auf den Bildern abgebildet wird, als Verkaufsbilder. Bin mal gespannt mit diesem Vierergestänge, dass das auch alles schön sauber, smooth läuft. Und jetzt wichtig war mir, dass ich hier von diesem Anlenkgestänge, das ist wirklich fast identisch von der Länge, ich glaube, das ist identisch mit der Länge von dem Align, was ich mir ja noch als 2-Blatt besorgt hatte. Und jetzt wollte ich mal, wie gesagt, einfach nur ein 4-Blatt mal noch testen, um zu sehen, ob ich da mit der Blattlänge hinten noch einen Tick runter kann. Das war jetzt noch so die letzte Herausforderung, um zu sehen, ob sich der Helikopter noch besser fliegen würde, stabiler, smoother, sanfter. Sicherer auch mit einem 4-Blatt Heckrotor statt einem 2-Blatt Heckrotor. Das werde ich aber, wie gesagt, dann wohl eher im Frühjahr austesten. Wenn es dann in der Künstler-Atelier-Garage schon, sage ich mal, einigermaßen jetzt so mit eiskalten Fingern da rumschrauben, oh, das macht wirklich keinen Spaß, habe ich schon einige Male festgestellt. Also wenn es eine Werkstatt muss einigermaßen beheizt sein, eine eiskalte Werkstatt und dann mit Schräubchen rumpopeln, oh, das macht keinen Spaß. Aber zumindest habe ich jetzt mal eine Lösung gefunden, wo ich denke, ja, das könnte auch gut zum Modell passen. Und wenn ich das, wie gesagt, das, was hier in Silber ist, werde ich noch umspritzen in Schwarz. Und das könnte auch gut zum Modell passen, soweit. Vom Konzept her, es ist ja sehr ähnlich dem Allein-Konstrukt. Und genau, jetzt warten wir mal ab und schauen, wie das soweit funktioniert, dann mit dem 4-Blatt Heckrotor. Das ist, wie gesagt, vom Gestänge her ein bisschen komplexer als ein 2-Blatt, aber trotzdem bin ich jetzt mal froh, dass ich irgendwie die Lösung gefunden habe für dieses sehr zeitintensive Gesuche. Also das hat mich wirklich lange Zeit gekostet, da was, ganze Internet abgegrast, Shops in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich, so die größten, die es halt so gibt,
Amerika, aber irgendwie bin ich nicht so richtig fündig geworden. Allein hat mir da auch nichts zurückgeschrieben, ob sie da demnächst mal ein Vierblatt anbieten. Also sie bieten ja zwei Blätter und drei Blätter. Dachte ich mir, Mensch, schreibe ich sie mal an, ob die auch mal ein Vierblatt machen würden. Kam dann aber nichts zurück, deswegen musste ich jetzt irgendwie lange suchen im Internet. Das macht mir soweit. Also wenn es wirklich so aussieht wie auf den Fotos, macht es qualitativ einen ganz guten Eindruck. Preis war jetzt okay. Also der Preis ist okay. Ich wollte jetzt auch, wie gesagt, nicht, es geht mir nicht darum, das günstigste und das billigste an Quality. Ich wollte schon ein bisschen was Hochwertiges haben. Also ein Vierblatt-Heckrouter, deutsche, die bieten das, glaube ich, das kostet dann um die 300, 280 Euro. Also doch um einiges teurer. Aber gut, das hat wahrscheinlich mit unserem sehr teuren Standort Deutschland zu tun, die sich lieber mit Anwälten und Paragraphen und Einkommenssteuererklärungen, Grundsteuererklärungen etc. 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 beschäftigen. Jetzt bin ich aber froh, dass ich mal so ein Konzept gefunden habe, wo ich mir denke, dass das gut passen könnte zum Modell. Das werde ich dann mal austesten, weil ich das Thema Tailrotor und dieser Flight Controller von Spektrum, das ist wirklich mit der Drehzahl, das ist wirklich keine sehr komplex, das Thema. Und das wollte ich jetzt mal wissen mit dem sehr, wie gesagt, echtes Aerodynamikstudium, was ich ja mache seit Jahren. Und das wollte ich jetzt mal testen. Also viele sagt mir, du schaffst es nie. Deutsche Firmen vor allen Dingen auch, wo ich dann nachfragte irgendwie ein paar Fragen stellte dem Händler, du schaffst es nie. Deswegen doch, ich schaffe das schon, ich werde das alles durchtesten und durcheruieren und dann schauen wir mal, dass es jetzt mindestens noch stabiler fliegt mit einem Vierblatt statt einem Zweiblatt. Also mein inneres Gefühl sagt mir, ein Vierblatt, das kommt besser an gegen den Fünfblatt, aber ein Zweiblatt, das sind schon große Lappen da jetzt hinten drauf. Eine 120 mm ist schon eine lange Nummer. Deswegen wollte ich jetzt mal schauen, ob ich damit ein Vierblatt, wie ich da eventuell möglicherweise da noch in Blattlänge ein bisschen weiter runtergehen könnte wieder. Also 95er Blätter werden es wahrscheinlich nicht. 95er Scale Blätter, ich habe das, wie gesagt, die 105er habe ich mal irgendwann noch getestet und das hätte böse ausgehen können, weil wie gesagt, wenn man das nicht selbst geflogen hat und selbst gemerkt hat, dass es nicht hält, dann weiß man, wie man mit dem Thema umgehen muss. Aber es ist, wie gesagt, noch ein komplexes Thema, das Thema Tail mit dem Flight Controller, insbesondere bei der Drehzahl. Also eine Drehzahl hochschrauben geht immer, aber 1125 Umdrehungen auf dem Head. Also ich habe das, wie gesagt, noch ein paar Mal geflogen. Das sieht schon ganz gut aus. Ich hoffe jetzt nur, dass ich mit dem Vierblatt da noch ein bisschen mehr Stability ins Tail hinten reinbekomme.
das wollte ich jetzt testen. Wie gesagt, das Konstrukt hier von JTB Racing, das hat mir ganz gut gefallen. Und die Anlenkung ist, wie gesagt, fast identisch mit der von Align. Gut, ich meine, ob das jetzt irgendwie JTB China ist oder Align China, also dann soll Align China JTB China anrufen und sagen, ihr könnt das nicht für uns selber fräsen. Und weiß nicht, also so diese ganzen Händlerkonstrukte, das interessiert mich jetzt nicht so. Mich interessiert nur, wie das fertige Gefräste dann aussieht. Wir fräsen ja nichts mehr hier in Deutschland. Überwiegend wir bauen die Maschine, damit dann andere für uns fräsen. So, wenn das Teil angekommen ist, mache ich noch so ein kleines Review dann, wenn ich es dann, bevor ich es einbaue, wenn es dann hier im Briefkasten landet und ich mir das Bauteil mal genauer angucken kann. Also man sucht halt auch irgendwas, wo man weiß, okay, man bekommt, also es ist auch ganz entscheidend. Also wenn man jetzt sowas in Deutschland kaufen würde, vom deutschen Hersteller, vom deutschen Händler, also dann gerade bei dem Thema RC-Helikopter, ist es wichtig, dass man Ersatzteile bekommt, ne? Und da bin ich mir in Deutschland total unsicher. Also gerade in dem Bereich RC-Modellbau, im mechanischen Bereich irgendwelche Ersatzteile bekommen, wird schwer, ne? Und dann bei Händlern Kratzfüßchen machen, nachbohren, oh, könntest du nicht. Ich glaube, das wäre mir dann, das Konzept funktioniert nicht gut in Teamwork. Deswegen habe ich mich für dieses Konstrukt hier entschieden, weil auch wenn es von GTB Racing ist, ich kann trotzdem hier allein Bauteile wie Zahnräder oder sonstige anderweitigen Bauteile könnte ich da verwerten. Ne? Also es ist auch so ein bisschen eine Sicherheit, Freude am Fliegen. Ne? Im Falle des Falles will man, also weil jetzt da ein Zahnrad sich abgenutzt hat, will man jetzt nicht sich monatelang darum kümmern wollen, wo kriege ich jetzt das passende Zahnrad her. Ne? Also deswegen sucht man sich so ein Konstrukt, wo man trotzdem dann aus irgendwelchen anderen Bauteilen von anderen Herstellern dann eine gewisse Sicherheit hat, dass man dann auch trotzdem weiß, ja, es soll ja nicht nur einen Tag fliegen, also es soll ja eine ganze Saison fliegen. Ne? Kugellager zum Beispiel, also es muss ja irgendwie solche Anlenkgestänge hier, ne? Es soll ja irgendwo eine gewisse Langlebigkeit da als Grundbasiskonzept vorherrschen und nicht eine Eintagsfliege, wenn irgendwas sich abnutzt, dass man dann vergeblich monatelang nach dem Zahnrad sucht. Ne? Also wie gesagt, ich habe monatelang vergeblich nach dem Motorritzel aus gehärtetem Stahl gesucht. Ne? Da suchst du ewig, bis du das dann findest. Deswegen habe ich mich jetzt, wie gesagt, für dieses JTB Racing Bauteil entschieden, das dem allein sehr nahe kommt. Und denke mal, das sieht jetzt nicht schlecht aus, wenn es hinten für den MD 550 Special Edition als auch Designer Edition, wenn das dann mit der spitzen Cockpit und mit der runden Cockpithaube dann noch schöner fliegt, dann ist es mir auch ganz recht, weil dann habe ich eigentlich
Da habe ich gewonnen, ne?